Gott, ich muss das Video nochmal anfangen, weil ich nicht so zufrieden damit war. Aua, mein Knie tut heute so weh. Kommt davon, wenn man einmal im Monat Sport macht. Ich fange auch gleich mal an, damit das Video nicht zu lang wird. Ich versuche näher auf die Sachen drauf einzugehen. Ich habe ein bisschen Probleme damit, ich weiß nicht warum. Ich tue jetzt mal so, als wären Sekunden und ich erkläre euch das, okay? Weil dann tue ich mir vielleicht leichter. Fangen wir mal mit dem an, das ist halt nicht so spektakulär. Das sind schon wieder die Einmalwaschlappen. Dann habe ich Wattestäbchen aufgebraucht. Wattepads groß. Wattepads klein, habe ich da auch irgendwo gesehen, aber sehe ich da gerade nicht, oder? Wattepads klein habe ich aufgebraucht. Ja, dann fangen wir mal mit was unspektakulär. Ja, und die kennt ihr ja auch auswendig, also die muss ich euch ja auch nicht mehr... Sorry fürs Rascheln. Die muss ich euch ja auch nicht mehr so genau zeigen, oder? Ihr kennt sie eh in- und auswendig. Ich mag sie, weil ich reinige ja dann sowieso noch nachher mein Gesicht, wenn ich mich geschminkt habe. Also für das, was sie tun sollen, reicht der Preis vollkommen. Früher waren die natürlich besser, die alten Varianten von denen. Aber ich bin damit zufrieden, weil ich schminke mich ja eh nicht nur mit dem ab, sondern reinige noch mein Gesicht. Ja. Dann habe ich den Hofer Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Ihr habt ja oft gefragt, warum ich den nicht mehr verwende, und das war einfach der Grund, weil ich nicht zum Hofer komme. Mein Magen knurrt, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Deswegen habe ich ihn mir nicht mehr nachgekauft, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, zum Hofer zu kommen. Aber den liebe ich extrem. Der ist auch günstig. Ich glaube, ich werde ihn mir dann nicht nochmal nachkaufen, weil... Wie soll ich das erklären? Ich finde ihn gut, es liegt nicht daran. Aber ich komme halt so schwer an den ran. Ich gehe nicht so oft zum Hofer, weil ich halt nicht wirklich in der... Es ist nicht so weit weg, aber mit den Öffentlichen zum Hofer, ernsthaft? Nein, danke. Deswegen, nein. Und ich habe einen gefunden, der mir noch besser gefällt, und das ist der von Clarins. Den seht ihr dann sicher bald in einem Aufgebraucht-Video. Aber den finde ich trotzdem gut. Für die Leute, die die hochwertigere nicht kaufen wollen, ist der, reicht der. Und ich liebe ihn trotzdem noch immer. Und ich habe mir ja noch ein paar Backups gekauft, also... Ein paar Mal werdet ihr ihn noch sehen. Wenn ich irgendwann einmal keinen Bock mehr habe, einen teuren zu kaufen, würde ich mir den auf jeden Fall auch nachkaufen. Aber ich glaube, ihr versteht es, was ich meine, oder? Ich habe jetzt einen besseren und deswegen werde ich mir nur noch den nachkaufen. Er ist gut, ich hatte ihn ja jahrelang, also ja. Für die, die was zu geizig sind, einen teuren zu kaufen, kann ich dem empfehlen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich habe das Gefühl, irgendwie, das bringt euch auch nichts, aber okay. Ja, ich habe eine Reinigung leer gemacht von der Marke Freeman. Ihr wisst ja, ich liebe die Marke. Leider kommt man da auch nur über Online-Shops dran. Und die Reinigung fand ich zwar gut, aber die war sehr reichhaltig. Also ich konnte sie erst jetzt im Winter anfangen, beziehungsweise wirklich durchgehend verwenden, weil im Sommer war mir das zu viel. Das ging nicht. Das war wirklich zu viel. Also da hatte ich das Gefühl, meine Haut hat glänzt und so. Also das hat irgendwie nicht so, war nicht so gut. Aber jetzt im Winter, wo eben die kältere Zeit kommt, habe ich den sehr gerne verwendet. Ja. Nachkaufen würde ich ihn mir nicht, weil, ganz ehrlich, ich habe noch genug Zeug. Aber wenn ich irgendwann einmal die Möglichkeit hätte und weniger haben würde, würde ich ihn mir schon nachkaufen. Aber dann würde ich ihn auch nur im Winter verwenden. Weil im Sommer war das mir zu reichhaltig. Aber im Winter fand ich das super. Ja, leider ist er leer. Leider. Dann habe ich die Badefitzers aufgebraucht vom Actionmarkt. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich sie finden soll. Ich finde sie ganz lustig, weil es ja 5 Badekugeln sind. Muss dann immer 2 in die Badewanne werfen, was ja nicht so der Sinn der Sache ist, würde ich jetzt sagen. Aber ich fand die nicht schlecht. Und ich würde sie mir auch wieder nachkaufen, wenn ich sie irgendwann mal sehen würde, weil ich meine, 89 Cent ist jetzt nicht die Welt. Deswegen. Und ihr wisst, ich liebe Badezusätze und Banane, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sie hauen mich jetzt nicht vom Hocker, aber für den Preis finde ich es vollkommen okay, was sie gemacht haben. Vollkommen okay. Da kann man nicht drüber streiten, wirklich nicht. Ich habe eine Haarcreme-Kur aufgebraucht von Balea. Sieht so aus. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich glaube, dass das mein Haar sehr, sehr beschwert hat, die von Balea, die Haarkur. Weil seit ich keine Haarcreme oder Haarkur oder sonst irgendwas benutze, sind meine Haare besser geworden. Heute habe ich, komischerweise gestern, habe ich diesen Turban ausprobiert von Balea. Und das ist der Endeffekt von meinen Haaren. Also die schauen platt aus, ziemlich fettig und... Nein. Und bei der Creme-Kur, Intensivpflege mit Wassermelonenextrakt für strapaziertes Haar. Ich glaube, ich habe einfach zu viel verwendet davon, könnte auch gut möglich sein. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so der Fan, der jetzt gerne einen Conditioner oder eine Kur oder so verwendet, weil ich immer das Gefühl habe, dass es meine Haare zu sehr beschwert. Weil eine Zeit lang, wie ich nur das Marlies Möhler Shampoo verwendet habe, haben sich meine Haare ein bisschen verfangen. Kaum benutze ich irgendeine Kur oder sonst irgendwas, fängt es wieder an. Ich weiß es nicht. Also da habe ich jetzt noch eine Melone habe ich noch und 2 Banane, aber ich werde mir sowas, glaube ich, nimmer mehr kaufen. Also das ist nicht so mein Ding, würde ich jetzt sagen.
Ich habe 3 Duschgele leer. Einmal das Avocado and Strawberry Kiss von Valea. Das Problem war, die Verpackung ist ja mega, mega süß. Aber der Duft in der Verpackung war auch gut. In Kombination mit Wasser und meinem Körper, nein danke. Also das war mehr als widerlich. Mehr als widerlich. Deswegen bin ich so heilfroh, dass ich mir kein Backup davon gekauft habe. Ich glaube, ich wäre ausgezuckt, wenn ich mir noch eins gekauft hätte davon. Nee, ging gar nicht. Ging wirklich gar nicht. Ich habe das Deo mit Himbeer, das geht auch noch. Aber das Duschgel, das ging überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass ich mir keine Backups gekauft habe davon. Dann habe ich ein lila Reis-Duschgel aufgebraucht. Eines habe ich jetzt noch. Das habe ich jetzt auch schon in Verwendung, weil es war schon mal offen. Und ich habe mir gedacht, egal, benutze es einfach, bevor es umkippt. Es ist auch bald leer. Ich glaube, dann habe ich gar keins mehr von lila Reis. Aber ganz ehrlich, es ist ein urgeiles Duschgel. Ein richtig, richtig geiles Duschgel. Aber irgendwann ist mal vorbei, oder? Irgendwann ist vorbei. Und ich habe noch so viele andere, die gut sind. Also ich benutze sie lieber, liebe sie und dann, ja, kriege ich endlich mal weniger, oder? Beziehungsweise habe ich endlich mal weniger. Das war gar kein Deutsch mehr, mein Gott. Aber es ist trotzdem noch gut. Was noch gut war, das gibt es aber leider auch nicht mehr. Ich werde jetzt die Marke nicht aussprechen, so heißt die Marke. Ich habe extra nachgeschaut, die haben sogar die Verpackung schon umgestellt. Ich habe das nämlich einmal von der Arbeit bekommen, weil wir da zum Testen das gekriegt haben. Das war echt gut. Das hat so gut gerochen. Das hat wirklich gut gerochen. Wie frische Wäsche. Voll geil. Ich war ein Riesenfan davon. Aber die Sorte gibt es leider nicht mehr. Es gibt noch andere 2. Caring Duschcreme. Ich muss schauen. Ich habe aber letztens geschaut. Okay, kein Wunder, dass mir das gefällt. Das Hafermilch dabei. Ja, das fand ich echt gut. Aber leider gibt es nicht mehr. Ich zeige es euch jetzt nochmal genau. Das gibt es aber leider nicht mehr. Und weil ich eh noch so viel habe, werde ich mir auch dabei kein anderes von der Marke kaufen. Da lasse ich mir noch Zeit, ehrlich gesagt. Ich habe ja Zeit. So, dann haben wir einmal so Augengel, Hydrogel-Pads von Douglas. Die mag ich ja sehr, sehr gerne, weil die auch als eine der wenigen am Auge auch halten, ohne dass sie davon rutschen. Die fand ich richtig, richtig gut. Ja, habe ich Gott sei Dank noch sehr viele Backups, weil er dabei kein Douglas offen hat. Aber ich habe noch extrem viele Backups. Also ich muss mir von nichts mehr was kaufen, glaube ich. Ich muss mich auch wirklich jetzt zusammenreißen. Jetzt im Jänner, dass ich mir gar nichts mehr kaufe. Ich habe auch das Haul-Video jetzt fertig. Dass ich mir jetzt wirklich vornehme, nichts mehr zu kaufen. Wird zwar nicht funktionieren, aber man kann es einmal probieren. Man kann es einmal probieren. Dann habe ich eine Hydrogel-Maske aufgebraucht und die fand ich echt gut. Das war von der Eigenmarke von Müller wieder. Diese Honey Glow oder Glow Honey. Limitiert. Da habe ich mir ja auch viele Backups gekauft, weil sie um 1 Euro reduziert waren, natürlich, Chunky, wie immer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nichts kaufe, aber okay. Ich habe aber noch auch viele Backups von der, weil ich die wirklich gut fand. Ich finde das auch irgendwie, ich weiß nicht, wie soll ich euch das erklären? Ich bin ja im Winter sehr tuchmaskenvoll, das kann ich nur in der Badewanne machen, weil mir sonst zu kalt wird. Und diese Hydrogel benutze ich halt dann meistens, wenn ich im Bett liege. Weil die, da wird mir auch nicht kalt. Klingt das jetzt irgendwie unlogisch? Ich glaube schon, dass das unlogisch klingt, oder? Aber ich mag die. Ich mag die wirklich. Und ich finde es schade, dass die limitiert war. Aber was will man machen? Ich habe aber eh noch genug Hydrogel und ich sollte mal ernsthaft welche aufbrauchen, bevor ich mir irgendwelche nachkaufe. Dann habe ich 2 Badezusätze leer. Einer von Tetisept, einer von Dresdner Essence. Der war eher so wie ein Duschgel. Aber den fand ich nicht schlecht. Er hat auch schön Schaum gemacht. Und ich habe, glaube ich, noch ein paar Backups davon, weil die habe ich mir gekauft, wie sie 1 Euro reduziert waren. Da fängt es schon wieder an. Aber ich benutze solche Einmalanwendungen so zwischendurch, finde ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Welchen ich extrem gern mag und die ich auch immer wieder hin und wieder nach... Immer wieder hin und wieder ist kein guter deutscher Satz, oder? Die kaufe ich mir manchmal nach. Alter, was ist los? Die kaufe ich mir manchmal nach. Das ist dieses Honigmilch. Oh mein Gott, was ist los? Komm wieder runter. Honigmilchbad von Tetisept. Ich mag ja das Kokos auch, aber ich finde, das passt eher im Sommer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein paar Backups davon habe. Kann ich euch gar nicht sagen. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht auswendig. Aber das mag ich sehr gerne, weil es eben auch... Oh, mein Magen macht mich fertig. Weil es eben schäumt und... Ich finde das Hautgefühl danach auch sehr angenehm. Die würde ich mir immer wieder nachkaufen von Tetisept, weil die mag ich eigentlich von allen am liebsten. Von diesen Einmal-Anwendungen da. Dann habe ich die Mundspülung von Terra Natura aufgebraucht, mit der ich nicht so zufrieden bin. Manchmal verwende ich sie, da geht's. Manchmal verwende ich sie, da könnte ich mich ankotzen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde die mir auch nicht mehr nachkaufen. Wenn ich meine ganzen Backups leer habe, kaufe ich mir wieder die, was ihr im Haul-Video gesehen habt, nach. Weil die von der Müller-Eigenmarke mag ich eigentlich am liebsten. Also, ja.
muss ich nicht nochmal haben. Das war irgendwie so ein Fehlkauf. In der Pantera Natura und mir ist das irgendwie so lustig, weil manche Sachen gehen, manche gehen gar nicht. Es gibt kein Zwischending. Entweder ja oder nein. So ein Zwischending gibt's nicht. Dann habe ich zwei Balea-Masken aufgebraucht. Das sind ja die, die was jetzt aktuell limitiert sind. Und ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht von denen. Liegt's vielleicht an mir? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hauen die mich nicht so um. Mir gefällt der Duft nicht mehr so. Ich finde auch das Gefühl von der Haut danach nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich finde die Sorten jetzt auch nicht so speziell. Ich meine, die Verpackung ist natürlich wunderschön. Da redet man gar nicht drüber. Verpackung ist mega schön. Aber mich hauen beide Düfte jetzt irgendwie nicht so um. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar Backups und dann mal gucken, wie es im Laufe der Zeit wird. Mal gucken. So, dann natürlich ein Handdesinfektionsgel habe ich leer gemacht. Das war das Kokos von The Body Shop. Das hatte ich in der Arbeit mit, weil ich es einfach unbedingt leer machen wollte. Und es ist Gott sei Dank schnell leer worden. Ja, ich habe in jeder Handtasche eins, in der Arbeit habe ich eins. Ich habe sogar eins in der Arbeitshandtasche, was ich immer voll fühle. Also, ja. Habe ich immer wieder dabei. Das vom Body Shop fand ich gut. Wenn sie mal wieder aufsperren, würde ich mir das sogar nachkaufen. Ich habe dabei so viele, deswegen muss ich mal welche aufbrauchen, weil ich habe extrem viele. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht. Das ist die Drama Lama von der Müller Eigenmarke, die es ja leider nicht mehr gibt, weil sie limitiert war. Aber die fand ich gut. Also die ist so reichhaltig genug für den Winter, finde ich, dass mir die Haut nicht austrocknet. Weil bei den beiden Balea hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dann meine Haut ein bisschen trocken war. Eine Seife habe ich leer. Wem wundert's? Nach Handdesinfektionsgel kommt eine Seife. Ich habe mir die Milch und Honig habe ich aufgebraucht von Aveo. Ich kann nicht mehr reden irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie war. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich in letzter Zeit keine mehr so umhaut wie damals. Ich habe ja früher hatten die irgendwie spannendere Sorten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie war okay, aber ich kaufe mir ja eigentlich nur noch die von Aveo, weil... Was soll ich euch sagen? Ich kaufe eigentlich immer die. Aber ich finde, es gehört mal wieder so eine richtig geile Limited Edition. So eine extrem gut riechende, spannende Limited Edition, finde ich, gehört mal wieder. Die Probe geht mal so am Arsch, die fliegt mir dauernd aus der Hand, ich zeige sie euch. Das ist von Clinique, dieses Hydrating Jelly, Gelee-Dingsbums. Das war urgeil. Ich mag das als Make-up-Unterlage. Ich habe das heute auch wieder aufgebraucht, weil ich noch eine Probe hatte. Und ich mag das. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich habe zu viel Zeug, deswegen darf ich mir das nicht nachkaufen. Ich muss erstmal wirklich mal alles aufbrauchen. Weil ich würde dieses ID-Ding so, so gerne von Klinik probieren. Aber ich habe zu viel Zeug. Ich habe wirklich zu viel Zeug. Mein Bein tut so weh. Das kribbelt nur. Katastrophe. Ich habe aber viel zu viel Zeug, leider. Weil ich finde das cool, dass man das so zusammenstellen kann, wie man es will. Entweder die Lotion, das Gel oder das Jelly. Ich finde das super. Ich finde das wirklich super. Und hätte ich nicht so viel, hätte ich mir das schon längst gekauft. Aber leider nein. Dann habe ich noch einen Badezusatz. Traumhaft zarter Schaum. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe noch ein Backup. Bloss Blumy Obsession heißt das. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ist das irgendwie doof? Ja, oder? Nicht mal an den Duft. Das ist ja dieses Puder, oder? Ja, sprudelndes Badepuder ist das ja von Balea. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber die Balea sind ja eh günstig, also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe noch ein Backup, ich sag's euch im nächsten aufgebrochenen Video, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Die mag ich sehr gerne, das sind auch von Balea die Badeperlen. Die finde ich gut. Die finde ich extrem gut. Die kaufe ich mir auch hin und wieder, wenn ich mal beim DM bin, zwischendurch auch mal nach. Also die finde ich echt gut. Dann habe ich eine Pflege leer von Lancôme. Das ist diese Creme in Öl, wo es auch eine Biotherm-Variante gibt davon. Sieht so aus. Ich kann leider nicht so viel zu der sagen, weil ich habe die nur einmal benutzen können, weil da war nicht viel drinnen in der Probe. Ich kann wirklich nicht viel davon sagen. Also dazu sagen, ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht viel sagen, weil ich fand die Probe viel, viel, viel zu wenig. Ich kann nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, weil da war nicht viel drin. Das war gerade mal eine Anwendung. Das Hautgefühl war okay. Aber von der Textur mag ich die Creme in Öl von Biotherm ein bisschen lieber. Die ich ja noch in der Tube habe. Also die mag ich ein bisschen lieber als das. Das war ein bisschen leichter von der Textur her als die von Biotherm. Aber ja. Die Kokostücher habe ich auch wieder aufgebraucht von
Actionmarkt, wo ich ja nicht mehr hinkomme zurzeit, leider. Und wenn ich hinkomme, sind die immer ausverkauft. Also ich habe aber eh noch so viele von der CV-Eigenmarke jetzt. Also baue ich mal die auf und dann ist auch gut. Eine Ampulle habe ich leer. Das ist diese Wake-Up-Ampulle, die habe ich in der Früh benutzt. Fand ich ziemlich gut, weil die irgendwie die Haut so richtig aufweckt und die schnell einzogen ist. Ich mag das nämlich nicht, wenn die Ampullen so extrem schäumen. Ich meine, keine Ahnung, warum manche das einfach tun. Angeblich ist das normal. Aber ich mag das nicht, wenn die so extrem schäumen. Das ist ein bisschen mühsam. Und bei der war es jetzt nicht so der Fall. Oder? Was bei der? Na, bei der war es okay. Bei der war es okay. Aber ich finde die Verpackung auch so geil. Also, was Ampullen betrifft, macht Cadea Vera die geilsten Verpackungen. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Verpackung, jetzt nicht böse sein, aber die war echt gut. Ich mag die von der Eigenmarke einfach. Ich benutze hauptsächlich nur noch die. Ich habe nämlich noch zwei aufgebraucht. Also da waren so... Gott, da waren zwei oben. Da war einmal die Awake und die Glow oben. Beide habe ich eher morgens verwendet, so wie diese von Cadea Vera, was ihr gerade gesehen habt. Die habe ich auch nur morgens verwendet. Abends benutze ich eigentlich, ich bin so eincremevoll am Abend. Ich muss mich da wirklich mehr zusammenreißen und wieder mich mehr eincremen am Abend. Mir geht das Licht irgendwie so weg. Scheiße. Aber die konnte ich halt auch nur beide morgens verwenden. Ich mochte die Awake lieber als die Glow. Das war jetzt so ein Doppelding von Bieber war die. Sie war nicht schlecht, aber ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen irgendwie. Ich fand sie okay, aber da finde ich die von Cadea Vera besser oder die von B-Routine. So heißen die ja. Ja. Das war ja die Vitamin C. Die fand ich gut. Was ich gut fand, die von CV, die Vitamin C Ampulle, die steht so ein bisschen auf der Haut und lässt sich schlecht einarbeiten. Die geht dann, ich meine, bei jeder Ampulle musst du eine Creme drüber verwenden oder eine Pflege drüber verwenden. Sonst klebt deine ganze Haut. Aber die fand ich nicht schlecht, weil sie eben nicht so klebrig war und nicht so auf der Haut stehen blieb ist wie die andere von Cadea Vera. Wenn die nur nicht zu teuer wäre. Mir sind die zu teuer, sage ich euch ganz ehrlich. Für eine Anwendung, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel die kostet, aber ich glaube über 1 Euro. Ich habe jetzt noch die Pink, habe ich glaube ich auch schon verwendet. Aber ich werde die mir nicht nochmal nachkaufen. Wenn sie in Aktion wären, ja okay, aber nicht, wenn sie regulär im Mann. Da finde ich es ein bisschen zu teuer. Da kaufe ich mir lieber die Cadea Vera, weil die unter 1 Euro sind. Und ich mag die. Ich mag die. Eine Crememaske habe ich aufgebraucht, beziehungsweise nur... Ich habe meine Crememaske leer gemacht von... Balea, ich liebe die. Ich weiß nicht, wie viele Backups ich noch davon habe, aber ich mag die so. Das ist diese weiße Schokolade. Ich hoffe, die bringen die nochmal raus. Also, ich finde, die hätten die eher nochmal rausbringen sollen, als die zwei Sorten, die sie jetzt im Sortiment haben, als Limited Edition. Ich finde die Schoko viel, viel besser als die anderen beiden, die es gibt. Aber vielleicht liegt es einfach nur an mir. Ein paar Sachen haben wir noch, dann sind wir schon durch. Also, ich habe einmal die Pinselseife ausgetauscht. Jedes Mal, wenn ich eine leer habe und ich muss mir eine nachkaufen, werde ich euch einfach die Verpackung dann zeigen, die was ich nachgefüllt habe, damit ihr versteht, wie ich es meine. Aber eine habe ich schon aufgebraucht, weil die in diesem Set mit bei war. Und ich finde die gut. Sie kriegt zwar die Pinsel nicht mehr so sauber, wenn ich sie zu lange verwende, aber... Sie ist gut und ich werd bei dir auf jeden Fall bleiben. Und den Pinselreiniger, den verwende ich eher eigentlich selten von MAC, aber wenn, den Pinselreiniger von MAC und die. Finde ich nicht schlecht, weil ich habe auch jetzt dieses Ding, wo ich die drin waschen kann. Und den finde ich echt gut. Weil die Pinsel eben, ich meine, okay, wenn ich sie so lang verwende, wie ich es tue in letzter Zeit, die Lidschattenpinsel zumindest, dann ist klar, dass die schwer sauber werden. Aber da braucht man gar nicht diskutieren drüber, oder? Aber sie tut, was sie tun soll. Ich mag nämlich diese Kernseife nicht. Ich finde das... Ist nicht so mein Fall. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es ein paar Mal probiert und auch mit so normalen Seifen dann die Pinsel gewaschen, weil ich mir dachte, okay, das reicht auch, aber eine richtige Pinselseife macht schon viel her. Finde ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir kommt jetzt nur noch echte Pinselseife. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ein Shampoo habe ich leer. Das ist ja mein Tiefenreinigungs-Shampoo von Swissopar.
Ich habe jetzt endlich noch eins angefangen, was ich heute vielleicht einmal verwenden werde, damit ich die Reste von dieser Haarkur rauskriege, weil ich habe das vollkommen vergessen, dass ich das auch noch verwenden soll. Ich mag das ja. So für zwischendurch, weil es ja auch man nur zwischendurch verwenden soll, finde ich das echt gut. Und ich mag es noch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob es das bei Müller jetzt noch gibt, weil ich habe noch ein paar Backups. Wem wundert's? Dann habe ich mein Deo leer von Borotalco. Kennt sie ja eher auswendig. Ich habe jetzt ein anderes, das finde ich auch gut. Aber wenn, würde ich trotzdem wieder zu dem zurückgreifen. Das andere ist okay, aber ich mag das trotzdem lieber. Und ich habe noch eins gefunden, was ich auch gut fand. Das ist von Love the Planet, heißt das, glaube ich. In Stickform, das ist auch gut. Wenn ich arbeiten gehe, jetzt nicht so. Da mag ich eher das Borotalco, aber so im privaten Gebrauch, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist so, finde ich das gut. Ja, dann habe ich noch eine Gesichtspflege leer von Cadea Vera auch. Diese Glow Cream war das von Glow, von der Serie Glow Honey. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Wie soll ich das sagen? Sie hat mega geil gerochen. Wirklich geil gerochen. Ich habe auch das Peeling davon. Geht's in Deckung? Alter Schwede. Bin ich nicht gut ausgewichen? Übung macht den Meister. Entschuldigung. Ich bin so deppert. Ich bin wirklich so deppert. Also, die Glow Cream. Sie riecht extrem gut und sie hat auch so einen leichten Glow hinterlassen. Und der Duft war einfach mega. Ich habe es auch mit dem, entweder mit dem Biothermöl gemischt, was mir ja leider am Boden gefallen ist vor kurzem, oder mit den Tropfen von Clarins. Das war auch gut. Aber mir war sie manchmal sogar zu wenig. Wenn ich das Öl nicht mit reingemischt habe, war mir die Creme viel, viel, viel zu wenig. Deswegen ist das, glaube ich, eher was für die jüngeren Mädels. Eher so für die Teenager und so. Für die ist das eher was. Weil es eben gut riecht, weil es mehr Ausstrahlung macht. Weil wenn man die Pickelphase hat, ich meine, da fehlt es an Ausstrahlung. Wen wundert es auch? Vielleicht werde ich die jetzt ab jetzt meinen jüngeren Kunden empfehlen. Könnte ich ja mal machen. Weil ich habe sie eben geschenkt bekommen von einer Freundin, weil sie auch gesagt hat, ihr war das zu wenig. Sie ist okay, aber vielleicht im Sommer eher was, weil sie eben wie im Winter weitaus zu wenig war. Und ich habe sie ja sehr lange verwendet, wie ihr seht. Ich habe sie erst im Dezember leer gemacht, habe sie über den Sommer, glaube ich, verwendet oder Richtung Herbst schon. Ja, sie war okay, aber mir war sie von der Pflege her zu wenig. Da brauche ich schon, und weg ist sie, da brauche ich schon ein bisschen mehr als das. Also wenn ich so mische, ja okay, aber ich merke halt wirklich, dass ich ein Biotherm-Süchtling bin. Also ich bin ein richtiger Biotherm-Junkie geworden. Weil ich habe vor kurzem eine Probe von dem Gel, glaube ich, gehabt und habe das aufgebraucht. Und da habe ich gemerkt, dass das gleich ganz andere Welt war, von Pflege her. Und ich vermisse die Biotherm-Pflege. Ich vermisse es wirklich. Ich muss aber meine ganzen anderen Sachen mal leer machen. Und deswegen gucken wir mal. Gucken wir mal. Also ich habe auch noch eine Mascara leer gemacht. Das war die von Yves Saint Laurent. Das ist die Effekt Fossils. Ich hoffe, man spricht die so aus. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Ich habe aber immer das Gefühl, ich komme mit solchen kleinen Größen nicht lange aus. Weil ich schminke mich ja jeden Tag für die Arbeit. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit der so richtig lang auskomme. Es waren auch nur 2 Milliliter drinnen. Ich hatte sie aber auch mal in groß, was ich weiß. Ich habe ja schon so viele Mascaras durch. Seit ich bei Müller bin, brauche ich mir gar keine mehr kaufen. So viele habe ich schon durch. Aber die war nicht schlecht. Also wenn wir die nochmal geschenkt bekommen, würde ich mich freuen drüber. Kaufen tue ich sie mir nie, weil die einzige, die ich mir auch nachkaufen würde, oder war damals, die Estee Lauder. Wenn ihr euch noch an die erinnern könnt, die habe ich ja sogar nachgekauft, weil ich die so geliebt habe. Aber das hat dann beim letzten Nachkauf hat das dann aufgehört. Keine Ahnung warum. Ich habe halt bessere Sachen gefunden, sage ich jetzt einmal. Ja. Knurrt mein Magen jetzt wieder? Nö. Oder? Ja, ich brauche mir einfach keine nachkaufen, so wie das hier. Das habe ich auch
mal geschenkt bekommen, von einer Schulung war das, glaube ich. Das war dieses Lancôme Seals Booster XL. Ich wollte das nie verwenden. Fragt mich nicht, warum. Ich wollte es einfach nicht verwenden, habe mir aber dann gedacht, komm schon, sei nicht so und benutze es. Und jetzt ist es leer, also es kommt nicht wirklich mehr viel raus, beziehungsweise gar nichts mehr. Und es schaut auch schon eklig aus drinnen. Deshalb habe ich mir gedacht, ja okay. Es kommt halt nicht mehr so viel raus wie am Anfang. Ergibt das Sinn, was ich da rede? Ich glaube nicht, oder? So wie mit dem hier. Das habe ich ja auch damals von einer Schulung, glaube ich, haben wir das gekriegt. Das ist dieses Lancôme Seals Booster Dingsbums XL. Ich kann nicht mehr reden. Das, was ja gleichzeitig eine Wimpernpflege ist und auch wenn du die Mascara drüber gibst, dass sie die Wimpern auch gleichzeitig verlängert. Sie ist gut. Sie ist wirklich gut, aber jetzt ist das schon ein bisschen von der Textur her ein bisschen anders, weil ich schon sehr, sehr lange verwende. Und es ist auch, glaube ich, schon austrocknet. Weil wenn ich es jedes Mal benutzt habe, war das echt mühsam, da ein bisschen was aufs Auge zu bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, die ist leer. Ich mag sie, aber ich muss sagen, mir ist sie zu teuer. Deswegen habe ich jetzt persönlich von Essence mir das nachgekauft. Und das tut es auch. Also das finde ich auch sehr gut. Das finde ich auch sehr gut. Was ich als nächster dann nach dem Essence probieren werde, wird das Make-up Factory sein. Weil mich das auch sehr interessiert. Weil ich halt immer, ich verkaufe das halt gerne, aber wenn man es selber nie wirklich probiert hat, bis auf das, kann man es halt auch nicht wirklich den Kunden sagen, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere zum ersten Mal das Essence, weil ich ein bisschen zu geizig noch war für das Make-up Factory. Aber wenn das Essence leer ist, werde ich mir das Make-up Factory nachkaufen, weil das von Lancôme war auch nicht schlecht. Aber ich bin mir zu geizig, das nachzukaufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Warum ich so mal dumm Eier, verstehe ich nicht. Weil es ist ja eigentlich eh nicht so schlimm, aber egal. Ich habe eh so viel Zeug und jetzt habe ich ja das von Essence. Nächstes Mal benutze ich das von, kaufe ich mir von Make-up Factory nach und dann mal gucken, welches ich dann besser finde. Aber ich finde, das von Essence reicht auch schon. Zumindest mir reicht es. Was mich halt nur stört, hin und wieder, das hat das Lancôme nicht gemacht, verklumpt das ein bisschen meine Wimpern. Zum Beispiel heute ist das auf der Seite passiert, aber da habe ich einfach zu viel genommen. Das kann passieren. Liegt vielleicht nicht nur am Produkt, sondern einfach nur an meiner Blödheit, aber okay. Ich habe von der Vivi Proben bekommen und das waren zwei, die ich aufgebraucht habe. Einmal ein Shampoo und einmal ein Conditioner. Das, was auch angeblich die Haare wachsen lassen soll. Ich kann das bei dem jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen, weil erstens mal habe ich auch heute den extremen Bad Hair Day wegen diesem Turban-Ding, was ich niemals wieder verwenden werde. Und zweitens war da so wenig drin, dass ich nicht wirklich sagen kann, ob das jetzt was geholfen hat oder nicht. Ich habe jetzt das von Marlies Möller und das finde ich super. Wenn ich mit dem meine Haare wasche, ist nämlich so ein Schaum. Wenn ich mit dem meine Haare wasche und danach föhne, sind die voll schön, die Haare danach. Nicht so kacke wie heute, sondern sind viel, viel schöner danach. Aber ja, ich weiß nicht, warum ich trotzdem noch irgendwas anderes für meine Haare verwende, wenn ich weiß, dass das nichts bringt. Aber okay. Zu denen kann ich nicht wirklich viel sagen. Ich glaube, ich habe es 2-3 Mal verwendet. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es die Haare wachsen lässt, aber es hat die Haare auch schön gemacht, sagen wir es mal so. Aber nachkaufen würde ich es mir nicht, weil ich habe eh das von Marlies Möller. Mit dem bin ich zufrieden. Obwohl die Arschpaketen das aus dem Sortiment genommen haben. Toll, oder? 2 Sachen habe ich noch. Ich hoffe, ich laber nicht so lange darüber. Einmal die Biotherm Live Plankton Sensitive Balm Pflege. Habe ich aufgebaut. Ich habe da mir den Tester genommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hasse diese Verpackung. Am Anfang war ich so verliebt darin, weil du hast es so. Kommt das daher? Du musst hier oben drauf drücken, damit das Produkt rauskommt. Und ich probiere mal, ob da noch was rauskommt. Ja, so ein bisschen kommt da noch, komischerweise. Wieso kommt da noch was raus? Letztens, wie ich es benutzt habe, ist da nichts mehr rausgekommen. Komisch. Es kommt noch was raus, was mich eben wundert. Warum kommt da noch? Aber urwenig, seht ihr das? Und das hat mich so, boah, das hat mich so aggressiv gemacht. Seht ihr das? Du musst da dran drücken und dann kommt das Produkt raus. Und das kommt so lahmarschig raus. Und das war so mühsam, das zu verwenden. Okay, sie ist nicht aufgebraucht, wie man sieht. Ups. Ich werde sie der Lin schenken. Mir war die einfach zu wenig. Mir war die wirklich zu wenig. Und ich finde das so extrem mühsam, da dauernd drauf zu drücken und zu warten, bis das Produkt rauskommt. Also am Anfang funktioniert es, wo er noch relativ neu war, funktionierte es sehr, sehr gut. Da hat das, war auch genug, also ist auch immer genug von der Menge herauskommen, aber
Ich würde die mir niemals nachkaufen. Ich wollte sie mal kaufen. Angeblich haben die das nämlich so produziert, dass das Produkt komplett leer wird, wenn du es so benutzt. Mir ist das aber zu mühsam. Ich habe keinen Bock in der Früh, mich damit rumzuspielen. Und dann kommt ja bei mir jetzt so wenig... Das ist ja nicht viel, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, ich nehme es zurück. Ja, was soll ich jetzt sagen? Sie ist jetzt nicht leer, wie man sieht. Fehl vom Feinsten. Aber ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie nicht. Ich werde sie der Lin schenken. Also sie ist jetzt nicht leer. Aber nur so kurz als... Ich meine, sie riecht so geil. Aber das ist nicht... Das ist bei biodermalen Fingern so eigentlich. Ja. Die Lin kommt ja eigentlich heute, glaube ich, kurz vorbei. Da werde ich ihr die geben, weil... Meins ist es nicht. Mir ist es einfach zu wenig. Mir ist es viel, viel, viel zu wenig. Ich bin halt schon älter. Ich finde, das ist eher so für Jüngere, die was... gerade in der Pflege so einsteigen. Für die ist das vollkommen okay. Auf meiner Haut bleibt das jetzt ein bisschen stehen, aber nur auf der Hand, weil meine Hand ist extrem trocken. Im Gesicht zieht das so schnell ein, das bringt bei mir nicht viel. Ich habe das immer mit meinem Biothermöl gemischt und da hatte ich das Gefühl, dass es trotzdem noch zu wenig war. Auf der Hand bleibt das stehen, wie weiß ich nicht was, aber im Gesicht ist das immer viel, viel, viel zu schnell einzogen, dass ich einfach... dass mir das zu wenig war. Ich habe auch sogar ein Serum drunter verwendet. Mache auch generell Ampulle, Essenz, vorher noch Reinigungsmilch, Gesichtswasser, dann Ampulle, Essenz, Serum und eben die Pflege. Und mir war das trotzdem zu wenig mit dem Ding. Deswegen, traurig aber war, ich werde älter. Ich werde eindeutig älter, mir hilft sowas allein nicht mehr. Ich habe halt auch keinen Effekt gesehen. Ich bin jetzt nicht mehr so empfindlich wie früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Zugeben, also früher hatte ich ja extreme Hautprobleme und konnte auch überhaupt nicht alles verwenden, aber jetzt, umso älter ich werde, umso besser wird es komischerweise. Ja, also leer ist sie nicht, aber ich sortiere sie mal aus und gebe sie der Lin. Was aber leer ist, ist mein Parfum. Ich liebe den. Ich habe mir da den Tester genommen. Da war nämlich nur noch so viel drin, glaube ich. So. Und ich habe mir den auch nachgekauft. Man riecht ihn leider nicht mehr. Aber der riecht so gut. Eigentlich bin ich nicht so diese Jean Paul... Das ist nämlich ein Jean Paul Gaultier-Duft. Ich habe es noch gar nicht gesagt, sorry. Ich zeige euch mal die Flasche. So sieht die Flasche aus. Und eigentlich ist die Flüssigkeit so pink, lila, pink. Und so sieht die Flasche aus. Die hat so ein schönes Blumenkettchen drauf. Und ich habe mir das Set davon gekauft, wo die Bodylotion und eine Miniatur dabei war. Ich kleiner Junkie. Habe ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt. Sagen wir mal ganz ehrlich. Der riecht so geil. Der ist so, so gut. Ich mag den Skandal nicht. Ich habe nämlich einen gehabt, habe den einer Freundin geschenkt, weil ich einfach nur... Der geht an mir einfach nicht. Der geht einfach nicht. Aber der, ich liebe den an mir. Sogar mein Freund hat gesagt, ich rieche gut, wie ich den oben gehabt habe. Und das heißt was. Das heißt was. Jetzt riecht man ihn ein bisschen. Den liebe ich. Ich habe mir Gott sei Dank noch einen. Gott sei Dank. Den habe ich aber sehr gern verwendet. Es war nicht viel drin, aber ich habe den echt gerne verwendet. Der war echt gut. Also ich mag die Jean Paul Gaultier-Düfte eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Immer die Herren mag ich. Ich mag... Nein. Aber der ist echt gut. Das ist der Labelle, heißt der, glaube ich. Oder Labelle? Labelle oder Labelle? Irgend sowas. Grüne Verpackung und eben so eine lilane, pinke Flüssigkeit hat der. Und ich finde den echt, echt gut. Ich hatte ja einmal einen goldenen, den hat meine Schwester jetzt noch, weil den habe ich ihr damals geschenkt. Intense heißt er, glaube ich. Der hat so gestunken an mir. Der ging gar nicht. Also der ging wirklich gar nicht. Das war echt abartig. Und ich finde das aber auch gut so, dass nicht jeder Duft zu mir passt. Also ich habe auch vor kurzem in den anderen Duft aufgebaut, das werde ich aber im nächsten Aufgebraucht-Video hören. Das hat auch voll nicht zu mir passt. Und ich finde das aber lustig, wenn andere dann sagen, was, du magst den nicht? Der gefällt mir nur gut. Nein. Ich kann nicht jeden tragen. Und der ist aber so einer, der... Den mag ich extrem gern, weil er auch an mir gut riecht. Also ich mag das, wie er sich bei mir entwickelt. Bei mir ist immer das Problem, ich mag nicht alle. Ich mag wirklich nicht alle. Also meine Lieblinge sind Elisab, der neue Gucci, sag ich, der Gucci Guilty, der riecht auch gut an mir. Was ich mir nie dachte, war auch nie meine Duftwahl, aber ich habe den mal gekriegt und wir haben auch die Bodylotion dazu bekommen und jetzt verwende ich den hin und wieder. Und der ist auch gut. Und bei dem habe ich auch so nur so zufällig probiert, weil er damals neu rauskommen ist. Und ich fand ihn auch gut. Obwohl ich nie dachte, dass sowas mir steht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Aber wer weiß es schon. Man muss alles immer probieren, oder? Deswegen sage ich immer, besser ist, wenn ihr eure eigenen Düfte sucht. Weil ich bin jetzt kein Lady Million Fan oder was ist noch so gang und gäbe.
Lady Million. Lancôme, der La Vie Belle, der geht bei mir auch irgendwie gar nicht mehr. Ich habe vor kurzem den benutzt und ich habe noch einen daheim auch noch. Und ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr so der Fan davon. Ich glaube nämlich die, ich probiere jetzt nämlich so ein bisschen durch, damit ich auch ein paar Sachen für die Arbeit dann verwenden kann. Weiß nicht. Bin nicht mehr so der La Vie Belle Fan. Da würde ich eher dann zu dem Armani C tendieren. Der gefällt mir an mir auch noch. Aber der La Vie Belle, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil den jeder hat. Ich mag das einfach nicht, wenn irgendwer denselben Duft verwendet wie ich. Jetzt habe ich auch gemerkt, dass meine Filialleitung den Elisa benutzt. Nein, finde ich doof. Vor kurzem ist auch meine Filialleitung an mir vorbeigegangen und hat den Elisa oben gehabt. Und das ist ja mein absoluter Lieblingsduft. Mein absoluter Liebling. Ich war gleich ein bisschen traurig. Ich habe mir gedacht, nein, warum benutzt denn jemand anders? Ich liebe den. Es ist nicht böse gemeint, aber ich kann das nicht ab. Lustigerweise ist vor kurzem noch meine Filialleitung an mir vorbeigegangen und hat den Elisa oben gehabt. Ich finde das immer so witzig, wenn... Ich bin das eher gewohnt, dass... Das ist so wie mit Elisab, wenn den wer andere oben hat, das... Nee, das ist meins. Das ist meins. So wie mit... Wie heißt denn der andere, den ich mag? Killen sich da draußen welche? Ich schneide das komplett raus. Das ist egal so. Ja, also Düfte, da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich sage das auch immer den Kunden, dass sie, weil jeder sagt dann immer, na, ich habe den probiert, also meine Freundin hat den probiert und der riecht so gut an ihr. Nein, Kinder, nein, nein. Deswegen kann ich das auch nie ernst nehmen, wenn Männer mich fragen, was passt denn mir? Oder kannst du einen Duft empfehlen? Nein. Der muss zu einem passen. Sonst kann man den nicht empfehlen, ist einfach so. Wenn der nicht passt, dann nein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, was Männern passt. Könnte mein Freund bestätigen. Oder auch nicht, je nachdem. Ja. Ich mag auch das bei Männern nicht, dass jeder immer dasselbe verwendet. Das kann ich nicht leiden. Auch überhaupt nicht mein Fall. So, beenden wir mal das Video. Ich glaube, das ist eh schon wieder lang genug. Ich glaube, es geht sich nicht einmal mehr ein drittes aus, leider. Aber wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Haltet mich mal auf den Laufenden, wie ihr das findet mit dem Parfums. Also bei mir... Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Duft ihr am liebsten habt. Das würde mich auch mal interessieren, weil das so auch unterschiedlich ist. Aber meistens sagen immer die Frauen dieselben Düfte. La Vie Belle, Lady Million. Aber schreibt es mir mal in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!